Willkommen, liebe Crewmitglieder. Es geht weiter mit Paleo Pines und heute ist der letzte Tag der Demo. Wir haben Tag 14 und da soll ja die Demo vorbei sein, beziehungsweise nach diesem Tag. Genau, das weiß ich nicht. Wir werden es sehen. Ein bisschen schade ist es, dass ich, und ich habe ihn jetzt umbenannt, von Stachel in Keule. Ja, das ist Keule, wa? Weil hinten der Schwanz, das ist eine Keule. Habe ich umbenannt in Keule. Ist jetzt zugeordnet und mit Mini habe ich das auch gemacht. Läuft hier auch irgendwo rum. Ja, hier ist ein Kackihaufen, den kriege ich irgendwie nicht weg. Weil wenn ich versuche, die wegzuschaufeln, dann steht da, pass mal auf. So, jetzt habe ich auch mal die Schaufel in der Hand. Nicht genug Platz für Dünger. Ich will nicht düngen. Ich kriege das nicht weg, das ist total schade. Wo ist denn Mini? Mini, wo bist du? Wo bist du hin? Ja, Mini ist so klein, Mini kann sich verstecken, aber vertraut mir mal, Mini ist auf jeden Fall zugeordnet. Und ich bin jetzt gestern, oder eineinhalb Tage... bin ich mit Keule rumgelaufen, beziehungsweise mit Topsy und Keule ist hinterhergelaufen. Habe ihn auf Stufe 3 gebracht. Habe auch einen Sattel, aber Keule vertraut mir noch nicht genug. Sehr schade. Ja, das ist sehr schade, auch wenn du das toll findest. Ich finde es schade. Gut, dann werde ich mich jetzt mal auf die Socken machen, alleine nur mit Topsy. Und ich habe sogar noch einen großen Traumstein gefunden. Ich könnte sogar noch einen Dino zähmen, aber naja, es lohnt sich halt nicht mehr. Ja, das ganze Gemüse ist hier erntereif. Na, hier nicht, aber da ja, brauche ich jetzt auch unbedingt nicht mehr abernten. Ich möchte euch aber noch was Tolles zeigen, denn ich habe mit Topsy einen Weg freigemacht zu neuen Dinosauriern. Mhm, das zeige ich euch gleich. Wir sind dann auch bald da, es dauert ein bisschen länger. Heute ist mal ein bisschen gemütlicher, ne? Mal ein bisschen gemütlicher unterwegs. So, wollen wir mal schauen. Ich muss erstmal selber schauen, wo es war. Ja, da kommen wir hin, genau. Eigentlich ziemlich geradeaus hier. Ja, genau. Einfach geradeaus. Und dann kommen wir dann... Naja, ich sag mal, neues Gebiet. Ist schon neues Gebiet, doch. Und da findet man neue Dinosaurier. Meine Lieblingsdinosaurier. Ja, hier war ein Felsen vor. Den habe ich mit Topsy weggemacht. Ne, also diesen Dino braucht ihr, wenn ihr Felsen wegmachen wollt. Und guck mal, was wir da gefunden haben. Tada! Triceratopse. Topse? Topsinger? Ich weiß nicht. Ach, guck mal, jetzt sind andere Farben da. Das wechselt täglich. Das merke ich ja jetzt erst. Oh, schade. Gestern war so eine ganz tolle Farbe da. Also diese, in dieser Farbe. Und hinten am Schwänzchen war das dann die Farbe noch so gekringelt. Das war total süß. Hätte ich gern gezähmt. Aber lohnt sich jetzt eh nicht mehr. Ja, komm. Weißt du was? Wir beide. Ich versuche mal dahin dein Lied zu lernen. Dein Freundesruf. Jetzt geht's los. Ja, warte. Jetzt geht's los. Der Freundesruf. Oh, bitte. Das war irgendwas mit zweimal gelb. Oh. Jetzt war falsch. Jetzt war rot. Und dann, glaube ich. Nee, es war nicht richtig. Nochmal, nochmal. Mach nochmal. Ich krieg's hin. Ja, das habe ich. Ach so. Ah, okay, warte mal. Und dann. Ich glaube, das war richtig. Nein, das letzte war nicht richtig. Nochmal. Jetzt haben wir es. Jawohl. Richtig gut. Ja. Ein Triceratops. Ist das schön? Ist das schön? Aber leider bringt mir das nichts mehr. Also wenn ihr vielleicht sehr schnell an Triceratops ran wollt, dann solltet ihr vielleicht zuerst ein Topsy zähmen. Ich weiß gar nicht, wie der lateinische Fachausdruck für diesen Dings ist. Für diesen Dino. Und dann kommt ihr in dieses Tal und könnt euch einen Triceratops zähmen. Das bekommt man dann auf jeden Fall in Demo noch hin. Ja, jetzt muss ich dich mal ein bisschen beruhigen. Ja, ich werde dich mal ganz doll beruhigen. Dass er einschläft, ne? Ja, weil ich will mein Buch mal anwenden. Ist gelangweilt. Das sagen viele von mir. Komm, schreib auf. Schreib auf. Jawohl, Triceratops entdeckt.
Dann wollen wir nochmal gucken. Ich denke mal, ein Triceratops kann genau dasselbe wie ein Styracosaurus. Das wollte ich doch sagen. Ja, also hier auf jeden Fall ja, aber hier bei Nahrung alle 5 Tage, alle 2 Tage. Lieblingslecker. Ah, da haben wir es noch nicht rausgefunden, ist klar. Haben wir bei vielen noch nicht rausgefunden. Herde, hier Gruppe. Die musst du in der Herde halten. Und hier brauchst du eine bestimmte Anzahl an Fläche. Und hier steht, Fragezeichen. Da wissen wir es nicht. Ach, schade. Ich hätte sie gerne noch gezähmt. Naja, im September dann vielleicht. Wobei ich noch nicht hundertprozentig sagen kann, ob ich das Spiel spiele. Es kommt ja auch noch Fae Farm. Das ist auch sehr interessant. Vor allen Dingen, weil es sehr teuer ist, finde ich. Und da wird es spannend. Was machen die denn da? Da wird es spannend sein zu sehen, ob das wirklich 60 Euro gerechtfertigt ist. Finde ich schon einen stolzen Preis. Und ich würde mich dann dafür opfern und das Spiel holen. Und dann könnt ihr sehen, ob das was für euch ist oder nicht. So. Und vor allen Dingen, ob es was taugt. Nee, nicht bis später. Den Freundesruf. Okay, warte mal. Ja. Oh, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nee, das war nicht richtig. Nee, das war nicht richtig. Aber das erste war schon richtig. Nochmal, mach nochmal. Ja, mach nochmal. Oh, habe ich wieder vergessen. Nee, ich hab's. Oh, das dritte kriege ich nicht hin. Komm, mach's nochmal. 1, 2, 3. 1. Ja, war doch richtig. Okay. War doch gut. War nicht gut. Okay. Ah, verdammt. Das war's doch. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Gar nichts. Ja. Okay. Irgendwas mache ich falsch. Ja. Ja, das war ganz falsch. Nee, warte mal. Ich krieg's, glaube ich, nicht mehr zusammen. Nee, bis später. Lass einfach sein. Es hat, glaube ich, keinen Sinn heute mehr. Komm, Topsy. Hör mal los. So, und in diesem Tal kommt man auch noch hier hinten weiter. Der Topsy kann leider nicht sehr schnell. Nein, Topsy wollte eigentlich nicht absteigen. Man kann... Ach, guck mal hier. Und hier ist auch noch... Also, ich habe jetzt 2 große Traumsteine. Hier ist ein Traumstein. Und ja, in dem Gebiet vorne halt, wo wir so schon die ganze Zeit rein können. Da gibt es auch noch, also Traumsteine gibt es schon genug. Also man kann schon eine ganze Menge Tiere zähmen. Ich glaube, der Tag ist einfach nur nicht lang genug dafür. Oder die Demo. Die Demo ist nicht lang genug dafür. Sehr schade. Ach Mann. Naja gut, wir sollen das Spiel ja nicht durchspielen. Oh, Stufe von Topsy, sehr schön. Ja, hierfür braucht man ja einen bestimmten Dino, um durchzukommen. Ach, guck mal, hinten siehst du noch ein großer Traumstein. Ja, wunderbar. Und da auch. Da braucht man auch bestimmt Dino. Und da hinten kommen wir mit Topsy weiter. Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir können es ja mal probieren. Topsy hat 175 Ausdauer. Mal gucken. Nein, den brauchst du nicht wegmachen. Die Lenkung ist wirklich... Also da wäre schön, wenn sie noch so ein bisschen dran arbeiten. Das ist ein bisschen... Nee, es wird, glaube ich, nichts werden. Ja. Oh. Doch, mach Topsy auch weg. Dauert halt ein bisschen länger. Richtig gut. Ja, es wird, glaube ich, nichts mehr. Komm, Topsy. Warum gehst du nicht weiter? Geh weiter, Topsy. Achso, okay. Einmal noch. Jawohl, kommen wir dran vorbei. Auch richtig gut. Ach, guck mal, da sind wir auch auf der anderen Seite von dem Dings. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Okay.
Interessant. Und dann gehen wir mal weiter. Vielleicht habe ich jetzt einen Schleichweg nach Devilwood gefunden. Ich glaube nicht. Oh, guck mal hier. Kann Topsy das hier eigentlich auch wegmachen? Nee, ne? Nee, das wird irgendwie anders. Also wenn man da überhaupt rankommt. Vielleicht ist es auch nur Deko, weiß ich nicht. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Schade. Ach, sehr schade. Naja. Gibt es ja welche neuen Pflanzen? Nein. Was ist denn eigentlich? Habe ich noch irgendeine Quest, die ich abgeben kann? Mal schauen. Oh, die sind alle unzufrieden. Alle unglücklich. Ja, ich weiß auch, warum die alle unglücklich sind. Weil da noch Kaki bei dem im Gehege ist und ich das nicht wegschaufeln kann. Weil der mir dann irgendwas von Dünger erzählt. Oder gebt mir mal einen Tipp. Vielleicht habt ihr eine Idee, aber... weiß nicht. Der direkt am Baum komme ich nicht ran. Ich komme da einfach nicht ran. Ist schade. Warum schweben hier Steine rum? Kann man die einsammeln? Nö. Dann würde das ja schon Topsy machen. Hm. Es ist, wie es ist. So. Dann schauen wir doch mal, ob wir noch irgendwie eine Quest machen können. Ja, wollte ich ja eben schon. Ja, Parasaurolophus habe ich jetzt nicht gefunden. Untersuche den Weg. Wobei, warte mal. Es gibt noch Dinos. Ja, das sind nämlich die, die dieses Gestrüpp wegmachen. Nee, aber Parasaurolophus, warte mal, das ist ja mein eigener, ne? Ist ja Lucky. Lucky ist ein Parasaurolophus. Habe ich hier Parasaurolophus gefunden? Ja, ist ein Parasaurolophus. Nee, ich glaube, Luckys habe ich hier nicht gefunden, ne? Oder doch? Ich weiß es nicht. Ich bin überfragt. Und eigentlich wollte ich gerade nach Quests gucken, Mann. Jung. Guck doch mal nach den Quests. Habe ich doch eben. Untersuche den Weg. Beseitige den Fels. Das geht nicht. Löwenzahn und Klee. Hm? Weiß ich nicht. Ja, das hier vielleicht noch. Kartoffeln und Frühlingszwiebeln. Ich muss mal schauen. Irgendwas ist bei mir reif. Es ist auch was eingegangen, leider. Das habe ich euch nicht gezeigt. Ich habe mich geschämt. Wenn ich Pech habe, reicht es halt nicht. Ich kann ja nochmal gucken. Und dann würde ich gleich auf Lucky umsteigen, weil es dauert mit Topsy noch ein bisschen lange. Ist zwar süß, aber es dauert lange. Es dauert einfach lange. So, komme ich hier runter? Natürlich nicht. Schön festgefahren hier. Festgeritten. Was auch immer. Oh. Sind das... Ach nee, ich dachte gerade, das wären Fragmente. Leider nicht. Leider nicht. Ah, war dies das schön. War dies das schön. Ach, herrlich. Ah, atmen wir die frische Dino-Luft. Oh, Futter. Sehr gut. Futter für Pflanzenfresser. Da bin ich ja auch mal gespannt. Ne? Ich meine, es wird dann ja auf jeden Fall noch auch Fleischfresser geben. Ich habe auch schon Allesfresser dabei, ne? Irgendeiner von denen ist auch ein Allesfresser. Wo stand denn das nochmal? Ach, hier. Du bist es nicht. Ah, hier. Nee, guck mal. Ist sogar ein Fleischfresser. Oh. Ach nee, den habe ich aber gar nicht. Das ist ja hier. Gallimimus. Der frisst alles, genau. Ja, sonst wenn ich den hätte, dann wäre der auch sehr unzufrieden. So, ich bin wieder da. Wer noch? Kannst du eigentlich auch ernten? Ah, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich das... Ich glaube, zum Ernten gibt es wieder einen anderen, ne? Kartoffeln, das sind Kartoffeln. Rupst du mal aus der Erde. Nicht genug Platz für Kartoffeln. Das kann gut sein. Und ich laufe da hinten zur Kiste hin, wo sie gar nicht mehr ist. Okay. Ja, guck mal, das ist nicht reif. Ah, es könnte sein, dass es nicht langt. So, erstmal alles rein. Den Sattel auch. Den ich leider nicht mehr verwenden kann. Sehr schade. Das wäre noch das i-Tüpfelchen gewesen. Aber hätte ich eher mit anfangen müssen. Und ich fange jetzt auch nicht nochmal an. Also die Demo ist dann auch durch. Dann war es dann auch erstmal mit Paleopines. Und dann, wenn, dann im September. Aber wie gesagt, muss ich gucken, wie das mit Fae Farm dann aussieht. Wo ich denn lieber das spiele oder das. Beides zusammen, naja, ihr wisst ja, ne? Schwierig, schwierig. Würde ich gerne machen. Würde gerne alles auf einmal spielen. So. Dann wollen wir nochmal an. Ich laufe schon wieder zu dieser Kiste. Nein, da ist sie doch. Ja, das ist richtig, denn das ist ein Briefkasten. Und keine Kiste. Wir gucken mal. Es werden Frühlingszwiebeln und Karotten.
Karotten auf jeden Fall. Jo, dann haben wir die Quest fertig. Wie ist denn das andere? Da brauchten wir Löwenzahn und... Und? Ich glaube... Auftrag aktualisiert, Blumen für Corlan. Aber der andere habe ich das jetzt gar nicht nachgeguckt. Ja, das machen wir eben noch. Wo ist denn Lucky? Lucky, komm. Na komm. Alter Kumpel. Komm mit. Ihr beide, zur Oma. Wobei, nee, wenn es schnell gehen muss. Wenn es wirklich schnell gehen muss. Dann nehmen wir Schnuffel. Schnuffel, komm her. Schnuffel ist am schnellsten schon 0 auf 100. Ich wollte nicht absteigen. So. Das ist so geil. Das sieht aus, ey. Schön Kopf nach hinten gelehnt. Wunderbar. So, komm. Ab zu Oma, ab zu Corlan. Dann haben wir die Quest wieder noch fertig. Oh, hüpfen. Es wäre so gut, wenn man hüpfen könnte, ne? Ich möchte die ganze Zeit immer Space drücken. Aber es passiert leider nichts. Schade. Schade. Okay. Mein lieber Corlan, ich habe was für dich. Reden. Hast du Blumen für meinen Onkel Tass gefunden? Klar. Oh, du hast mir den Tag gerettet. Kann ich dich mit Futter für Fleischfresser bezahlen? Klar. In Ordnung. Futter. 50? Du hast meinen Onkel Tass sehr glücklich gemacht. 50 ist schon ganz ordentlich. Ja, sehr gut. Hat zwar kein Reden. Na gut, Gallimimus, okay. Schon Fleischfresser, aber kein Rein. Was mit den Gedanken ganz woanders, ne? Das ist ja ein Ding. Reden. Wie sieht's mit dem Gemüse aus, um das ich dich gebeten habe? Ich hab's. Saubere Arbeit, Kindchen. Donnerlittchen. Sei so gut und pack sie für mich weg. Immer langsam mit den jungen Hadrosauriern. Wir sind hier noch nicht fertig. Weißt du, wie man kocht? Ah, nein. Soll das etwa heißen, dass du dich seit deinem Umzug von rohen Kartoffeln und Frühlingszwiebeln ernährt hast? Ich habe mich eigentlich gar nicht ernährt. Heiliger Holzfäller. Das Kochen ist doch das Beste am Gemüseanbau. Schnall dich an, Liebes. Jetzt lernst du was. Okay, du hast doch bestimmt schon mal den Kochtopf neben Owens See gesehen. Ja. Nimm die Zutat, die ich aufgetrieben habe und geh damit dorthin. Egal, dann kochen wir nochmal. Ich war so frei und habe das Rezept in seinem Journal gesteckt. Als du nicht hingesehen hast, okay. Das Beste am klassischen Eintopf ist, dass man dabei fast nichts falsch machen kann. Es ist ein gutes Anfängerrezept. Du wirst zwar noch andere lernen, aber keine besseren. Und jetzt ran an die Arbeit. Okay. Und ich habe alle Zutaten, oder wie? Ja, scheint so. Ja, scheint so. Okay. Ja, ab zum Kochtopf. Boah, das habe ich schon die ganze Zeit gedacht. So, Mann, jetzt habe ich gar nicht mehr gekocht. Weil da stand nämlich immer, wenn ich da war, du hast kein Rezept. Kein Rezept gelernt. Aber das hat sich jetzt erledigt. So, der gute... Wo war denn das? Da. Vollgas. Na los. Das ist so niedlich, ey. Oh Mann, ist das super, ey. Ach, das ist so schön. Ich muss dir gleich mal einen Screenshot machen, eben. Oh, gegen den Baum. Das ist so... Das ist so witzig. Ich dreh durch. Also, das haben sie schon schön gemacht, muss man schon sagen. So, dann wollte ich jetzt eigentlich, wo wollte ich eigentlich hin? Wo will ich eigentlich hin? Ah, über diese Brücke muss ich, oder über diese Brücke? Ah, dann nehmen wir diese Brücke, das ist jetzt nicht dabei. Ah, ich finde die Farbe hier von dem Grün so hübsch, ne? Den würde ich mir ziehen. Wenn ich das Spiel spiele, würde ich mir den in Grün holen, glaube ich. Doch, doch. Krass, ne? Stufe 4 jetzt. Also, da kann er auch schon echt lange sprinten. Also, wenn man schnell von A nach B will, empfehle ich Schnuffel. So, nicht, dass ich vorbeilaufe jetzt. Ist schon passiert. Ist schon passiert. So, da ist er. Und irgendwo hier ist der Kochtopf. Der Kochtopf. Ah, da, guck. Okay, kochen. Okay, für einen klassischen Eintopf musst du zuerst die Kategorie Suppe auswählen. Suppe. Egal, welche Suppe du kochen möchtest, du benötigst Stein und Holz.
Für das Feuer. Wie viel du brauchst, siehst du auf der linken Seite. Okay. Lass mich raten, ich habe keinen Stein und Holz dabei, ne? So, wollen wir noch mal kurz nach Hause? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir gehen noch mal kurz nach Hause. Oh Mann, ey. Also wieder eine Vorbereitung hier, oder? Das ist Wahnsinn. Ich muss mir das die ganze Zeit immer von vorne angucken. Und lauf dann andauernd überall gegen. So, nochmal schnell nach Hause. Wo war das hier? So, Steine und Holz. Also das möchte ich noch ganz gerne machen. Das kochen wir. Das wäre schön. So, ich nehme gleich mal am besten alles. Ja, nimm mal nicht zu viel mit. Das brauche ich auf jeden Fall nicht so. Na. So. Holz und Steine. Los geht's. Nein, nicht absteigen. Nicht absteigen. Steige auf, Junge. Okay, los geht's. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Demo auch. Und wir wollen doch noch einmal gekocht haben. Nicht vor Wut. Sondern was Leckeres. Okay, nee, einfach gerade durch. Ja, und da geht die Ausdauer dahin. Aber ist egal, wir sind da. Oh, das Geräusch ist so niedlich. Okay, auf ein neues. Suppe. Okay, wir brauchen experimentieren. Nee, experimentieren möchte ich nicht. Suppe. Achso, er hat das alles da. Gib genau 10 Kartoffeln hinzu. Gib als nächstes 15 Frühlingszwiebeln dazu. Und zu guter Letzt gib noch 20 Karotten hinzu. Okay. Bestätigen. Ein klassischer Eintopf. Das war's. Drücke Kochen, um den Eintopf zuzubereiten. Aber achte darauf, rechtzeitig mit dem Kochen aufzuhören. Nicht, dass noch was anbrennt. Okay. Ja, wie höre ich denn damit auf? Woher weiß ich? Jetzt. Okay, jetzt stand er gemeistert. Klassischer Eintopf. Okay, zwar keine Sterne dran, aber immerhin. Perfekt, dieses Rezept hast du gemeistert. Du kannst es jederzeit wieder kochen oder weiter experimentieren, bis du alle Rezepte kennst. Ja, das Experimentieren, das kenne ich ja noch von Everdream Valley. Es kommt dann meist Pampe raus. Klassischer Eintopf. Ein narrensicheres Eintopfrezept. Du wirst zwar noch andere lernen, aber keine besseren. Dann lass ich mir mal schmecken. Aber da kannst du natürlich die Aussauer wieder mit hochpushen. Und ich habe auch irgendeinen Buff dazu bekommen. Okay. Das ist cool. Also mit dem Essen kannst du dich buffen. Vielleicht auch die Dinos. Man weiß es nicht. Ja, der Tag neigt sich dem Ende zu. Die Demo leider auch. Ich werde jetzt mal ins Bett gehen und nochmal gucken, ob das wirklich so ist. Vielleicht geht's ja doch bis zum 15. Das wäre natürlich schön. Dann wäre es aber wieder schade, dass ich jetzt Keule nicht mitgenommen habe. Dann hätte ich da die Freundschaft nämlich noch hochbringen können. Ja. Wir schauen mal. Trotten langsam nach Hause. Die Energie ist ja schon am Ende. Schade, schade, schade. So. Dann werde ich jedem nochmal das Köpfchen streicheln zum Abschied. Falls morgen früh zu Ende ist. Komm mal hier. Guck mal hier, Schnuffel. Lass ihn mal im Kopf streicheln. Ja. Ja, ein bisschen braves Tier. So, Lucky. Mein allererster Dino. Ja, ist auch brav. Und auch Mini. So, wen haben wir noch? Topsy? Da kommen sie alle an, ne? Alle wollen sie streicheln. Ja, aua. Hast du aua gesagt? Ja. Ach, schöne Farbe hast du am dann Panzer oben. So, und Keule natürlich auch. Auch nochmal eine Streicheleinheit. Ja, schlaft alles schön. Vielleicht sehen wir uns im September. Mal sehen. Wir werden sehen. So, ich gehe mal ins Bett und werde mal gucken, ob das jetzt wirklich so ist. Schlafen gehen. Und Lucky schläft auch.
Ja, dein Abenteuer hat sein Ende gefunden. Zumindest vorerst. Hoffentlich hat dir diese Demo von Paleo Pines gefallen. Das fertige Spiel erscheint 2023 für PC und Konsole. Setze es also auf deine Wunschliste und bestelle es vor, um es gleich zum Release spielen zu können. Wir würden gerne wissen, wie du das Spiel fandest. Schick dein Feedback gern an @paleopines. Okay. Ihr könnt ja auch einfach meine Videos gucken. Ihr wisst ja auch, wie es mir gefallen hat. Ja, die Demo ist vorbei. Schade. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich fand das wirklich sehr schön gemacht, auch mit den Dinos. Die Geräusche sind niedlich. Die sind schon wirklich sehr putzig gemacht. Man muss halt gucken, wie viel bringt das Spiel nachher noch mit sich. Das Gebiet hier ist ja größer. Man kann mehr Platz frei machen, was man auch alles anbauen kann. Ob man auch Housing betreiben kann, also sein Haus einrichten kann. Bis jetzt kommt man nicht rein. Aber es gibt ja Möbel zu kaufen. Also eigentlich, ja, sonst müsste man die draußen hinstellen. Das wäre ein bisschen komisch. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn das noch kommt. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat, ob ihr euch das holen möchtet oder es ganz gern sehen würdet auf meinem Kanal. Wie gesagt, Paleo Pines steht dann nämlich auch dann noch an. Ich weiß gar nicht genau, wann das kommt. Ich muss mal gucken. Aber ja, es ist halt immer schwierig, alles zusammen. Ich würde es gern machen, aber dafür fehlt mir die Zeit. Hab mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr weiterhin zuschaut, auch meine anderen Videos. Wenn ihr da was findet, was euch gefällt, wäre wirklich prima. Würde euch da auch gerne begrüßen und ich verbleibe wie immer mit einem Ciao, ciao.